Hallo Leute und willkommen zur letzten regulären Breath of the Wild Folge, in der wir alles noch machen, was noch ansteht. Oh ja, Leute. Das wird heftig. Also, ich bin echt gespannt. Wir haben jetzt noch die letzte Quest. Dann haben wir noch eine Erinnerung. Und... Wir können noch wegen des Schreins den letzten Container holen. Gut, was machen wir zuerst? Die Erinnerung oder die Quest? Erinnerung, Quest, Erinnerung, Quest, Erinnerung, Quest, Erinnerung, Quest, Erinnerung, Quest. Quest. Im vergessenen Tempel. Also hatte ich zwar nicht recht, aber ich hatte auf jeden Fall, mit meiner Vermutung lag ich richtig, dass da mehr hinter steckte als nur gewisse Sachen. Also nur ein Schrein und so. Okay. Stimmt, weil er eine riesige Göttinnenstatue war. Und jetzt sind hier drei Schatztruhen. Was da drin ist, weiß ich leider schon, deswegen... Die Wildnismütze! Diese Mütze soll für den Helden gemacht sein, der die Wildnis durchstreift. Es fühlt sich richtig an, sie zu tragen. Oh ja. Nebst des Reckengewands gibt es noch eine letzte Rüstung. Und zwar, ja, das ist die Wildnisrüstung. Nun, das war die letzte Nebenquest. Und damit wäre sie geschafft. Nun, Leute. Sie ist auch passend da hinten. Und ich finde sie ultra hässlich. Ich finde sie so ultra hässlich. Das ist halt... Das ist so... Sie ist so alt. Wenn man das am ehesten besagen sollte. Es ist so... Es ist quasi Zelda 1 Outfit. Gedingse. Und deswegen... Ja. Ha. Ja. Ich finde sie ultra hässlich. Wir gehen nochmal zu einer Fee und schauen uns mal an, was man daraus, was sie für einen Setbonus bringt, wenn wir sie abben können. Falls sie abben können. Falls nicht, ja. Also im Vergleich zum Schattenlink-Gewand, das deutlich, zeitnah aussieht. Es ist halt, es hat halt nicht so olle komische kurze Hose. Und dieses komplett... Es ist halt nur eine olle Tunika und kein richtiges Heldengewand. Also, es ist das Wildnisgewand, ja. Aber ich find's echt nicht cool. Ich find's nett, dass Link trotzdem noch seine alte Rüstung hat, aber das ist wirklich die hässlichste alte Rüstung, die ich mir vorstellen kann. Ich meine, das ist ein Stück Stoff. Vielleicht wird's ja besser, wenn wir es abben. Falls wir es abben können. Okay. Hallo, Hera. So. Oh nö. Ha. Well. Habe ich bis zur nächsten Folge sogar noch was zu tun, ist doch schön. Okay. Bye.
Ich frage mich wirklich, was der Set-Bonus ist. Mal sehen, was das wird. Deutlich cooler. Deutlich, deutlich, deutlich cooler. Ach man, ich frage mich, was sie sich dabei gedacht haben, als Reward fürs allerletzte so eine schäbige. Ja, ich spreche es aus. So eine schäbige Heldenrüstung zu tragen, anzufertigen. Ich meine, man kann es auch schlicht nennen. Es ist schlicht. Aber in meinen Augen ist es schäbig im Vergleich zu den letzten traditionellen Rüstungen von Link. Gerade das Hyrule Warriors, auch wenn es ein Spin-off ist, hat mir sehr gut gefallen. Naja. Ich meine, so als Vergleich. Die wissen ja, wie gut das aussehen kann. Skyward Sword fand ich auch gut. Twilight Princess war auch nicht schlecht. Sogar das in Ocarina of Time hatte seinen Reiz. Aber das ist... Nein. Naja, stellen wir auf jeden Fall auf Tag, damit es eine schöne Erinnerung auch schön bei Sonnenschein kommt. Ach Mann, ey. Hallo. Ah, tja. Es ist der Abschluss so ziemlich. Leider ein bisschen enttäuschend tatsächlich, aber. Naja, es ist meine Meinung. Ich weiß nicht. Oh nein. Wie lange hat der noch Cooldown? 5 Minuten. Okay. Ich kann die allerletzte Erinnerung nicht ohne Master Sword machen. Das heißt, wir gehen jetzt nach Kakariko und lösen erstmal unsere letzten Container ein. Peinlich. Dass ich nicht mal die Cooldowns eben abgewartet habe seit der letzten Folge. Ah. Hätte noch gleich nach Atheno gehen können, egal. Wir haben alles Ausdauerbedingte gemacht. Haben wir tatsächlich nicht, denn ich muss ausgehen, dass noch die Drachen jagen ein wenig. Ich gehe davon aus, dass wir Stufe 1 sind die Neidra, also die Drachenschuppen, Stufe 2 sind die Klauen und Stufe 3 Zähne-Hornsplitter oder so. Nee, Quatsch. Von Stufe 1 auf Stufe 2. Wie waren das eigentlich? Es gibt 4 Feen, ne? Ja, es gibt Stern 1, 2, 3 und 4. Das heißt, Stern 1 wird wahrscheinlich Schuppen sein. Stufe 2 wird Clown sein. Stufe 3 wird Zähne sein. Und Stufe 4 wird Hornsplitter sein. Und... Ja, Schuppen habt ihr ja gerade schon gesehen. Läuft ja nicht der Cooldown hier drin weiter? Weil wenn ja, wenn nicht, dann ist das ziemlich doof, wenn ich im Loading-Screen warte. Clown habe ich ein paar. Zähne kaum. Die von Eldra tatsächlich schon. Tatsächlich von Eldra habe ich schon fast alles. Neidra ist da ein bisschen ekliger, aber von Farodra das zu bekommen... Ist eine Leichtigkeit, denn Faroda kann man ja farmen. Also, am einfachsten von den dreien. Gut, ich muss schauen. Also das zu uppen ist jetzt keine Sache von, das schaffe ich nicht, das ist unmöglich, sondern wie schnell schaffe ich das? So, ich erbitte Herz. Ja, bitte. Und das ist unser letzter göttlicher Container. Leute. Wir haben es geschafft. Wir haben 100% Shrine-Action. Abgeschlossen. Ich habe dir bereits große Kraft gewährt. Du solltest keine weitere begehren. Bringe den Frieden nach Hyrule. Okay. Mehr sagt sie jetzt auch nicht mehr. Das war's. Wir können uns jetzt nach Atheno aufmachen.
und dort unsere Ausdauer einmal verkaufen, da ich 30 Hertz im Loading Screen deutlich cooler finde. Ah ja. Und dann können wir mal schauen, ob wir mal schon ein bisschen was verkaufen, dass wir dann eine schöne Zahl im Loading Screen haben. Die Sache ist die, das sollte ich jetzt nächste Folge machen, wenn ich meine Waren 100% vorbereite, beziehungsweise dann zeige. Denn während ich auf Drachenjagd gehe, könnte ich eine Rubine bekommen, aber selbst wenn, dann gebe ich sie ja bis zur nächsten Folge aus. Vielleicht hole ich mir auch noch eine schönere neue Zahl oder so. Mal sehen. Ach ja. Ja, bitte. Ja. Ausdauer. Dankeschön. Ja. Ja. Yeah. Ich mag das, dieses. Ja. Yeah. Dankeschön. Supi. Okay. Zwei noch. Die Gottheit der Container. So. Und noch ein. Und der letzte. So, auch wenn jetzt drei Herzcontainer, nicht drei Herzcontainer, sondern generell drei Container jetzt in Verwahrung dieses, nee, zwei waren es, genau, komme ich auf drei. Zwei Container in Verwahrung dieses Wesens bleiben, finde ich das Loading Screen technisch deutlich, deutlich hübscher. Denn, ob das jetzt zwei oder drei Ausdauer-Container sind, ist meiner Meinung nach im Loading Screen egal. Vor allen Dingen passt das jetzt ein bisschen konformer mit den Zahlen. Und wir haben unsere vollen Herzleisten. Was optisch gesehen doch cooler ist. Und technisch gesehen brauchen wir die Ausdauer im Fight gegen Ganon wahrscheinlich gar nicht. Wirklich. Und selbst wenn, kann ich mir immer noch Ausdauertränke machen. Oder halt welche süffeln, denn ich werde sowieso noch ein bisschen was an Tränken und so machen. Okay, wie lange hat der das Master Sword noch Cooldown? Scheiße, fast gar nichts abgezogen, weil wir die meiste Zeit irgendwie in Gesprächen oder so waren, wo keine Zeit vergangen ist. Blöd. Naja. Dann ist es halt so. Es ist wolkig. Das finde ich tatsächlich gar nicht mal so schön, aber naja. Ja. Diese schönen Gebiete hier, überall war ich schon irgendwie. Ach ja. Hier recht wenig, denn hier gibt's nicht viel. Weder großartig Crocs noch irgendwas anderes. Eine Menge von den Wächtern, aber ansonsten. Wow. Von denen natürlich ein bisschen was. Sollte meinen, aber hier war jetzt wie ein Schlachtplatz, wenn man so überlegt. Ist ja auch hier die Mauer von Athenor, ist ja gleich in der Nähe. Und hier haben sie halt ziemlich erbittert gekämpft, das hatten wir in der Lore gesehen. So.
Und zack. 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 Oh. Die sind vom Eisstab draufgegangen. Wow. Und so viel Knockback drauf. Jetzt für so einen silbernen. Dass wir ihn einfach nur mit einer eleganten Schlagkombo einfach plätten können. Das ist krass. Oh, wir haben Boxschild aufgehoben. Ups. Ach ja. Die sind echt weit gekommen. Übrigens, wenn man Elektropfeile hat, ein Pferd geht bei einem schlechten, bei einem schwächeren Bogen nicht direkt von einem Elektropfeil drauf. Deswegen ist das eine nette Sache, um sich ein geiles neues Pferd zu fangen. Wie das da. Dann rennt man da hin. Das ist ja eine Zeit lang. Ein bisschen abgelenkt und dann kann man sich was Neues fangen. Ist echt schön, da muss man sich nicht großartig anschleichen und kostet mal einen Elektropfeil. Ich mag das Pferd. Ist ziemlich schnell. Aber es ist, glaube ich, von der Geschwindigkeit, von der normalen Laufgeschwindigkeit. Wobei. An sich ist er nicht schlecht. Ist natürlich noch ein bisschen bockig. Aber fühlt sich gar nicht mal so langsam an. Oh, da ist ja noch eine Truhe. Na. Jupp. Und zack. Oh, was in der Truhe ist. Ganz viele Schwerter, alles noch Kriegssachen. Ach ja. Für Kriegsschauplätze, da gibt es ja ziemlich viele. Oh, eine Meisteraxt. Die sieht so krass aus. Das ist aber komplett, ist aber eine komplette Lulli-Waffe. Wie viel noch? Eine Minute ein bisschen. Ja. Wie gesagt, Kriegsschauplätze hätte ich mir noch ein paar mehr gewünscht. Da gibt es ja ein paar zerstörte Dörfer, ja, aber ansonsten ist halt nicht viel. Also das hier ist halt der einzige wirkliche Kriegsschauplatz. Ansonsten sind halt noch ein paar zerstörte Sachen, in denen auch ein paar verrostete Waffen noch liegen und so, aber hier ist so ein richtiger Wächterfriedhof noch. Das gibt's sonst nicht häufig. Schau es mir schon mal ein Hylia-Schild aus. Noch unbenutzt. Nein. Ach ja. Ich überlege gerade, was wir noch machen können. Wir haben alle Nebenquests. Ich meine, was mir gerade auffällt ist, wir können auch noch Simon. Das machen wir auch gleich. Aber wir haben nicht viel gekocht. Es gibt ewig viele Rezepte, die wir nie benutzt haben. Bei denen ich mir auch denke, wieso? Wieso sollte ich mir mit euch kochen? Denn das Kochen in diesem Spiel ist ein nettes Gimmick, aber bringt nichts. Es gibt kein Rezeptbuch. Ein Rezeptbuch wäre irre super. Wäre super genial. Indem man einfach alle Rezepte, die man in diesem Spiel bekommen kann, auflistet. Das wäre super genial. Aber gibt's nicht. Und genauso wenig bringen gekochte Sachen großartig viel mehr. Packst du da einen Tabanterweizen zu, dann kriegst du nicht großartig mehr ein Herz dazu. Also wenn du 5 Fleisch aufeinander packst, ist das deutlich besser, als wenn du da 4 Fleisch und Salz nimmst. Was dir dann Schmorbraten gibt, aber nicht so viele Herzen, wie wenn du einfach 5 Fleisch zusammenpackst. Deswegen finde ich, das Kochsystem ist nicht ausgereift. Es gibt nette Rezepte und alles, und dass du das machen kannst, ist ganz hübsch, aber es bringt dir nichts. Es bringt dir rein gar nichts. Außer viele hübsche Sachen, die du mitunter auch verkaufen kannst, aber es gibt bessere Methoden. Und ja, wollte ich mal gesagt haben.
Also Leute, die 13. oder in dem Fall 17. Erinnerung, bei der ich ja schon gesagt habe, vor Ewigkeiten mal, dass ich diese Erinnerung nicht zuordnen konnte und ich es bis dahin auch nicht nachgeschaut habe und ich es vergessen habe, aber es ist mir wieder eingefallen, als ich diese die letzte Erinnerung von Impada bekommen habe. Und damit wäre dieses Rätsel auch geklärt. Ja. Also, Erinnerung Nummer 17, die 13. Fotoerinnerung. Viel Spaß. Prinzessin, seid ihr wohl auf? Ich habe einen wichtigen Auftrag für euch. Bringt diesen Mann so schnell wie möglich zum Schrein des Lebens. Beeilt euch, bevor sein Lebenslicht für alle Zeiten erlischt. Zeit, die wir vor 100 Jahren miteinander verbrachten. Du hast nun alle Erinnerungen an jene Tage zurückerlangt. Ich warte auf dich. Hier in Schloss Hyrule warte ich auf den Tag, an dem du die Verheerung Ganon aus unserer Welt verbannen wirst. Oh mein Gott, 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 war das geil! Das war richtig nice! Alter! Aber Alter! Wow! Fall hat sich gemeldet! Nach 10.000 Jahren! Das war das Master Sword! Das typische Fall, der typische Fall-Sound! Und dann zu Zelda! Alter! Gott! Wie nice! Das war. Oh, das ist so super!
Zelda, das Zelda war das hier. Und die liegen hier noch alle. Und dann, ja, Link, und dann hat sich Fei gemeldet und dann habt sie ihn zum Schrei des Lebens gebracht. Und da haben wir doch Chicas gesehen und... Wow. Alter. Wir haben sie. Alle Erinnerungen. Leute. Leute. Das ist so unfassbar nice und so unfassbar super. Wie diese Story, Mann. Ach ja, Alter. Ist so heftig. Master Sword, so komplett lediert. So wie es auch im Cover ist. Und dann. Ja, der typische Fei-Sound. Ich hab war so happy. Weil ich hab mir schon mal gedacht, Fei ist ja eigentlich war Fei ja immer da. Also Fei ist schon seit Ewigkeiten im Master Sword. Und jetzt hat Fei sich wieder gemeldet, weil Zelda, ja, um Zelda zu helfen. Und dann hat Fei zu Zelda gesprochen, halt nur in ihrem Gedanken. Deswegen hat Link das nicht mitbekommen. Oh Mann, das war so unfassbar cool. So, drei Waffen noch. Eine Lanze und zwei Keulen. Da haben wir sie. Da geht ja nichts mehr. Oh, ich dachte, wir sind noch Platz für Fotos, aber im Moment scheinen wir keine hinzufügen zu können. Die anderen Optionen sind wohl noch verborgen. Was muss man wohl tun, damit sie erscheinen? Ja, das Original finden. Oh ja. Ist das cool. Die Leunen. Der gute, alte, schlichte Leune. So wenig haben wir von ihm entdeckt. Den ersten blauen Leunen, ich war so erstaunt. Dann kam der weiße Leune und dachte mir, was ist jetzt denn los? Und dann schlicht und ergreifend der silberne Leune. Und mittlerweile laufen in Hyrule nur noch silberne Leunen rum. Gelegentlich nochmal ein weißer, aber das ist halt sehr, sehr vereinzelt. Ach ja. Koga. Er hat nur einen Versuch, ihn zu bekommen. Man hätte ihn wahrscheinlich auch noch kaufen können, aber ja. Und hier jetzt noch Ganon. Und eine weitere Stance von Ganon. Alles andere kann ich mir nicht vorstellen. Denn wieso sollte man diese beiden Fotos nicht nur machen, wenn man gerade noch im letzten Bossfight ist? Denn ansonsten kann ich mir nicht vorstellen, dass noch irgendwo was kommt. So, waffentechnisch. Fehlt uns nur noch ein Bogen. Oder in dem Fall die Lichtpfeile. Das war's. Schild. Haben wir. Wo waren denn jetzt hier? So sieht also das normale Leuen-Großschwert aus. Eine richtig billige Keule mit 36er Stärke. Das hier ein bisschen silbriger. Und das, was wir jetzt die ganze Zeit schon kannten. Wir hatten halt nur das Chimären-Großschwert, hatte ich ja gesagt. Ich habe vorher keine Großschwert-Leuen entdeckt, die ganze Zeit über. Und das halt erst, nachdem ich schon so oft Blutmond hatte, dass das eigentlich nur noch silberne Leuen waren. Heftig, also weiße bis silberne. Und
Das ist also eine Leunenlanze. Ein einfacher. Alles klar. Bestienlanzen hatten wir auch nur einen kurzen Zeitpunkt und dann waren es direkt Chimärenlanzen. Ja. Damit hätten wir das Handbuch fast vollständig. Damit ihr es, wenn ihr es wollt, durchlesen könnt, mache ich jetzt etwas, das technisch gesehen machbar ist, da ihr das Video jeweils bei dem Bild pausieren könnt und euch das durchlesen wollt, was ihr möchtet. Und ja, so muss ich das nicht gleich alles vorlesen und so könnt ihr technisch gesehen alles lesen, was ihr möchtet, ohne gezwungen zu sein, da irgendwie großartig Videolänge drin zu haben, weil je nach eurem Ermessen könnt ihr das lesen, wie ihr möchtet. Ja, damit wäre die Folge auch vorbei. Ich hätte gedacht, na gut, ich hätte bei Simon noch vorher hingehen, vor der Erinnerung, aber da wäre die Zeit auch nicht vergangen fürs Master Sword, dass ich eine Katze gerne haben wollte. Ich meine auch das Bild der Fitkröte, wo ich einfach nur das Bein fotografieren konnte, weil es halt weggehüpft ist in der Zeit. Aber, well, ist ja das einzige vermurkste Bild, ansonsten haben wir bei den meisten eigentlich ein schönes Bild bekommen. Ja. Ja, manche sind auch echt alt. Das ist das Stallbild vor dem Silbernen, ist halt... Ups. Entschuldigung. Das ist das Stallbild vor dem Silbernen ist... Naja, so kann man nicht unbedingt daraus schließen, dass es noch so großartig viele Formen gibt noch. Aber ja, vollkommen okay. Jetzt kommen noch die Jigas, die Rocks, Magma-Rock, Lassi-Rock, dann noch die Kleinen, dann die Hinox, Stahl-Hinox, aber keinen silbernen Hinox, die Drachen, die zwar als Monster zählen, aber gutartig sind, die Flüche noch, ja, und jetzt kommen die ganzen Zutaten. Ja, die Drachen sind eine nette Sache, mit Neidra hatte man eine Interaktion, man musste Neidra ja freilegen. Die anderen beiden sind halt trotzdem immer runter rumgeflogen, wie sie wollten. Fand ich ganz nett so. Und das erste Mal zu sehen war auch ziemlich faszinierend. Aber rein von der Funktion her war ja nicht so richtig viel tatsächlich. Man hat sie halt einmal getroffen und dann schießt man sie halt einfach irgendwie ab und kriegt deren Utensilien, bei denen wirklich nur der Hornsplitter wirklich was bringt, weil man da eine fette 30-Minuten-Chance drauf bringt. Alles andere ist halt so Pillepalle. Macht zwar Tränke auch effektiver, aber puh, dank der Zeitlupe kommt man auf den Hornsplitter jetzt nicht gerade sehr unwahrscheinlich. Naja, und trotzdem, man braucht es halt auch noch für Rüstung, ansonsten ist es halt da. Ja. Haben es bald geschafft. Sind schon bei den Lanzen. Ja, viele dieser Fotos sind schon so irre alt und manche sind da noch relativ neu. Ach ja. Damals, wo ein Stachelbockstock noch was Wichtiges war, also was Besonderes war, vom blauen Bockblin. Ach ja. Wo man noch diesen Secret Spot im vergessenen Tal hatte, wo das Soldatenschwert war, im Stein steckte. Und man sich dachte, oh cool. Ja, ja. Die verschiedenen Emblem-Schilde noch. Und die dann für die verschiedenen Reiche. Und damit jetzt noch die letzten Sachen. Und wir hatten das Handbuch einmal durch. Die restlichen drei, die noch fehlen, wären ja einmal der Bogen, / Lichtpfeil. Keine Ahnung, könnte es noch ein Bogen sein? Also irgendein spezieller, könnte auch so, keine Ahnung, so ein spezieller Bogen sein, der Lichtpfeile erzeugt oder so. Ich kann mir nicht vorstellen, dass hier sind alle Pfeile und jetzt ist da vorne noch der Lichtpfeil, aber es muss der Lichtpfeil sein. Also könnte es sein, dass irgendein Bogen es der Lichtpfeile macht oder so.
Also, Schlussfolgerung, technisch ist es ein Bogen, der Lichtpfeile macht. Technisch gesehen ist es, also sind es aber definitiv die Lichtpfeile, denn was anderes kann ich mir nicht vorstellen. Aber who knows? Es sind auf jeden Fall was mit Lichtpfeilen zu tun. Ich meine, bei den anderen, beim Schild war es der Hylia-Schild als allererstes, beim Schwert ist es das Master-Sword als allererstes. Und man konnte es auch nicht kaufen. Also, ja. Ich weiß gar nicht, ob man den Hylia-Schild hätte kaufen können. Also, das Bild davon. Ja, und hier sind es halt noch die zwei Stances von Ganon. Wie gesagt, eine ist safe, beim zweiten kann ich nur schlussfolgern, dass es eine zweite Stance von Ganon sein muss. Denn alles andere wäre unlogisch. Denn es ist schließlich nach den Flüchen, den letzten Gegnern im Monster-Journal, aber ja, wie gesagt, so. Weiter will ich da auch nicht drauf eingehen. Als Pferd schön ein Bild von Ipuna gemacht. Ist so super. Gut. Dann werden wir uns jetzt nochmal wieder in unser eigenes Gewand packen. Auf die Karte gehen. Und wir sind schon in Athena, aber wir gehen trotzdem nochmal in unser Haus. Und dort beende ich die Folge. Die letzte reguläre Folge. Wir haben alles gemacht in diesem Spiel. Wir haben alles geschafft in diesem Spiel. Außer die letzte Rüste nochmal abnehmen. Aber das werde ich dann bis zur nächsten Folge machen. Wir haben alle Schreine. Wir haben alle Krogsamen. Wir haben alle Erinnerungen. Wir haben alle Quests. Oh, wir müssen noch zu Impa. Aber das können wir nächste Folge auch noch. Ich meine, so ein bisschen neben dem Resümee habe ich auch noch Zeit für das letzte bisschen. Und ja, wir haben alles so an Gebimsel, wir haben alle Waffen, wir haben das ganze Journal. Wir haben irgendwie alles auch irgendwie gesehen. Es gibt nicht großartig viel, was noch fehlt, also was noch fehlen würde. Wir waren überall. Wir haben alle Türme, wir haben alle Karten, wir haben alles, wir haben die, ja. Viel mehr kann ich euch nicht sagen. Wir haben eine schöne Ausstellung an Waffen im Haus. Wir haben das ganze Haus natürlich schon schön fertig gemacht. Ja, wir sind eigentlich in jedem Falle super gerüstet. Und deswegen würde ich sagen, was ist mit der letzten regulären Folge von Breath of the Wild? In der nächsten Folge werden wir einmal schauen, wie meine wahren 100% aussehen, die ich bis zur nächsten Folge vorbereiten werde. Wir werden nochmal mit Impa quatschen und dann durch Hyrule reisen, während ich noch ein wenig darüber erzähle, was wir so alles erlebt haben. Wir werden währenddessen durch Hyrule durchporten und uns an bestimmte Stellen einmal so umsehen. Wem das natürlich nicht so interessiert, dem ist es dem kann es einerlei sein. Mir ist es nicht einerlei. Es wäre schön, wenn ihr euch das anschauen würdet, denn es ist natürlich auch irgendwie so ein bisschen eine Herzensangelegenheit, nochmal darüber zu reden, was mich jetzt fast 3 Monate begleitet hat, von März bis Juni quasi. Also nicht fast 3 Monate, es sind dann 3 Monate und durch und alles und jenes und ja. Dann würde ich sagen, ich hoffe, ihr seid bei der nächsten Folge dabei. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wir haben nochmal eine irre geile Erinnerung gesehen. Und es war's. Wir haben alles gemacht in diesem Spiel. Die letzte Quest, besiege Ganon. Haben wir damit fertig. Okay. Besiege Ganon von König Rohan im vergessenen Plateau von Anfang an. Und auch diese können wir dann bald abschließen. Also Leute, bis zur nächsten Folge. Euer Bay Jim. Bis dann. Tschüss.